Zu einem Tag der offenen Tür mit vielen Infoangeboten und einem musikalisch-kulinarischen Rahmenprogramm lud der Mieterverein Heidelberg am Freitag, den 26. Oktober, in die Geschäftsstelle in der Poststraße 15 und den gegenüberliegenden Park in Heidelberg. Auf dem Parkgelände und im Hauptsitz des Mietervereins konnten die interessierten Besucher unter anderem mehr über die Angebote für Mieter und Vermieter erfahren. Der Mieterverein ist heute 108 Jahre alt, ist in den letzten 2,5 Jahrzehnten massiv gewachsen und hat heute fast 14.000 Mitglieder, davon mehr im Rhein-Neckar-Kreis als in Heidelberg, das sind so 5.500, der Rest ist im Rhein-Neckar-Kreis. Die Probleme sind rausgewachsen, unsere Beratung mit. Wir haben Beratungsstellen in Schwetzing, in Zinsheim, in Waldorf, in Eberbach. Das ist Mietrechtsberatung im außergerichtlichen Bereich bei Fachanwälten im Mietrecht. Das heißt, wie wenn man zum Anwalt geht, nur zahlt man eben nur einen Jahresbeitrag und hat den Vorteil, man weiß, die Leute haben eine Ahnung. Und dann schreiben wir dem Vermieter und dann gibt es Antworten, da wird drüber geredet. Und dann versuchen wir, streitschlichtend ein Ergebnis zu erzielen, sodass wenn es geht, nichts bei Gericht landet, sondern dass man Einigung vorher hat. Vor Ort informierten neben dem Mieterverein auch diverse Verbände und Wohnungsprojekte über die Wohnungssituation in Heidelberg, Energiesparen, alternative Energiegewinnung, Wohnprojekte und Beratungsangebote. Vertreten waren die Caritas, die GGH, die IBA, die Stadtwerke Heidelberg, die HIG, die KLIBA und mehrere alternative Wohngruppen. Das Spielmobil des Kulturfensters sorgte mit diversen Spielmöglichkeiten auch für die Unterhaltung von Kindern und Familien. Zu Beginn wurde der Tag von Gitarrist Lobo musikalisch untermalt. Auch ein Bullturnier fand ab 16 Uhr statt. Beim Stand der Stadtwerke konnte man in einem Stromsparquiz tolle Preise wie zum Beispiel Freikarten für den Zoo gewinnen. Hier wurden Fragen zu Stromverbrauch und Stromsparen gestellt. Nebenan informierte die Caritas ebenfalls zum Thema Stromsparen. Stromspartipps kamen hier unter anderem von Thomas Seethaler. Ja, wir haben beim Caritasverband ein Projekt, das nennt sich Stromsparcheck und richtet sich an Haushalte mit geringem Einkommen. Unsere Stromsparhelfer, die prüfen in Haushalten, wo und welche Geräte Energie verbrauchen und helfen dabei, den Energieverbrauch zu senken. Ja, der größte Stromfresser im Haushalt ist in der Regel ein altes Kühlgerät, also der uralte Kühlschrank zum Beispiel oder Tiefkühltruhe. Da gibt es dann auch eine Möglichkeit, einen Zuschuss zu erhalten. Ansonsten werden zum Beispiel Lampen ausgetauscht gegen LED-Lampen oder Steckdosenleisten, damit Standby-Geräte abgeschaltet werden können. Bis hin zum Duschkopf, der weniger Wasser verbraucht als die herkömmlichen. Die GGH war mit einem Stand zum Thema Mark Twain Village vertreten. Gerald Kraus stand den Besuchern Rede und Antwort über die Planungen und den aktuellen Stand der Dinge auf dem ehemaligen US-Gelände. Es werden insgesamt 1100 bis 1200 Wohneinheiten entstehen. Interessant ist die Mischung. Ein Großteil Mietwohnungen im Rahmen einer Mietpreisbindung, insgesamt 40%. Und dazu kommen 30% Eigentumswohnungen für sogenannte Schwellenhaushalte. Das heißt, auch dort sind Einkommensgrenzen einzuhalten, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Wohnung zu erwerben. Der freie Markt beträgt lediglich 30%. Auch die IBA war vor Ort. Hier informierte Moritz Bellers über Projekte und Planungen, insbesondere im Hospital und PHV. Ja, und da ist dann sozusagen der Link da drin, dass es halt auch da geht, möglichst vielfältige Wohnangebote, Wohnformen, auch die Leute, die da investieren, sei es jetzt halt eben in Form von Genossenschaften oder sei es in Form von Privaten, sei es von Investoren, da muss man eine große Mischung schaffen und das so breit wie möglich zu machen. Das ist im Prinzip auch unser Ziel auf dem PHV. Bei der HEG wurde zum Thema Solarenergie informiert. Die HEG bietet Genossenschaftsanteile an Solaranlagen an. Mehr dazu erklärte Felix Schäfer. Die Heidelberger Energiegenossenschaft ist ein Zusammenschluss von mehr als 500 Bürgerinnen und Bürgern aus Heidelberg, die gemeinsam in Solarenergie investieren und Solaranlagen betreiben. Also wir haben uns gedacht, in Heidelberg gibt es so viele Dachflächen, die nicht genutzt werden und wir sorgen dafür, dass sie für Solarenergie genutzt werden. Bei uns kann jeder mitmachen. Ab 100 Euro kann man sich beteiligen bei uns und damit Anteilseigner einer Solaranlage werden und sich auch mit Solarstrom vom Dach versorgen. Bei Andreas Kummer von der KLIBA ging es um das Thema Klimaberatung für Mieter und Hausbesitzer. Die Nachfrage an sich ist schon sehr groß. Ich glaube aber nicht nur in Heidelberg, sondern auch in den Nachbargemeinden drumherum.
gerade was Solarstrom auch angeht, was ist immer so der Trend, kann man sich selbst versorgen mit Solarstrom oder mit Kraft-Wärme-Kopplung etc. Ja, hier versuchen wir auch immer entsprechende Ansätze zu geben und auch Hinweise zu geben, wo gibt es Fördermittel, wie kann man die Fördermittel anwenden, wo kann man sie anwenden. Das ist auch, wie gesagt, ein Teil unserer Aufgabe. Für die musikalische Unterhaltung zum Abschluss sorgten der Heidelberger Beschwerdechor und die Band Balsamico mit Auftritten im aufgebauten Bühnenzelt. Weitere Informationen zum Mieterverein gibt es auf der Webseite www.mieterverein-heidelberg.de. Wo sollst du leben, wenn nicht hier? Wo sollst du leben, wenn nicht hier? Wo sollst du wohnen, wenn nicht hier? Wo, 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 wo,